So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. Folge Nummer 36. Und wir haben in der letzten Folge so ein bisschen was gemacht. Was genau, das seht ihr hier. Wir haben hier in der letzten Folge nämlich einen Flughafen in die Höhe gezogen oder aufgebaut. Und ja, ich bin eigentlich ganz glücklich bislang zu dem, was wir hier geschafft haben. Muss ja nicht eben gefallen, so wie es jetzt ist. Aber, so, ich hoffe, dass man die allgemeine Stimmung damit aufrecht hält und jeder sagt so, ja, sieht schon geil aus. Weil, ne, es kostet ja auch ein bisschen immer an Arbeit. Gut, wir haben das jetzt ja eigentlich schnell gebaut, aber, ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, wir können ja auch die intern verschieben. Das ist cool. So. Ja, den Rest müssen wir jetzt hier mal abwarten. Auf jeden Fall ist der Flughafen da. Oh, hier ist ein Flugzeug. Ich habe es nicht landen sehen. Schade. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt drei Landebahnen, beziehungsweise drei Startbahnen. Und hier müssen wir dann einfach mal abwarten, was hier kommt. Ich glaube, das ist der Öltransporter. Ja. Den wir da bestellt haben. So. Ja, die haben hier ein kleines Müllproblem, aber die Müllwagen sind ja relativ schnell da. So. Okay, ein Flugzeug sehe ich immer noch nicht. Aber wir können ja in der Zeit hier mal so ein bisschen umbauen, dass es halt wirklich für uns so eine Art Standbein wird. Und zwar fehlt bis jetzt zum Beispiel die Straßen... fehlt eine Straßenbahn. Fehlt eine Eisenbahn. Uns fehlen halt so kleine wichtige Dinge, wie zum Beispiel eine Busverbindung oder so. Aber in dem Sinne erstmal jene Eisenbahn haben. Weil, wofür eine Eisenbahn sonst haben, wenn nicht für zum Beispiel eine Anbindung an die, an den Flughafen. Da war gerade meine Stimme kurz weg. So. So, dann moven wir den mal richtig mittig. So. Dann machen wir das jetzt so, dass wir hier sagen, hi, ich bin die Eisenbahn, ich darf hier durch. Am besten durch die Ecke. So. Zack. Also die Eisenbahn und sowas werden wir halt nochmal besser aufbauen, wenn wir dann hier soweit sind. Machen wir das alles ordentlich. Derzeit ist es ja erstmal nur für zum Beispiel Bevölkerungsinput. Oh, hier ist ein Flugzeug gerade wieder. Wieso höre ich die eigentlich nicht landen? City Airlines, cool. Haben die ihre Flugzeuge geupdatet? Oh je, alter Schwede. Auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Bahnhof. Wir haben Flugzeuge. Und weil wir jetzt einen Bahnhof haben und Flugzeuge, können wir hier sagen, guten Tag. Ah ja, das führt noch ins Nirgendwo. Schade. Auf jeden Fall können Leute schon mal an den Bahnhof ranfahren. Aber noch nicht aus unserer Richtung aus, sondern leider nur derzeit von außen. Oh, das sieht hier eigentlich gar nicht schlecht aus, dieses Viertel. Ich überlege gerade, ob wir nicht die ganzen Hochhäuser und sowas rausnehmen und dann einfach so eine Flachstadt machen. Hätte ja auch was, ne? Vielleicht nicht so das, was wir jetzt hätten, aber es hätte was. So. Wir haben eine interne Strecke. Also wir haben zwei interne Strecken. Und ich hätte jetzt hier gerne neben noch eine Bahn. Mit der man hier ruhig also extern fahren kann. Dafür muss leider gerade mal ein bisschen weichen. Aha.
machen wir mal hier Overlap. Dann machen wir hier Overlap wieder aus. Das Raster wieder an. Dankeschön. Na, vielleicht gehen wir hier noch einen Tucken rüber. Gehen dann hier mit. B. Okay, so vielleicht dann doch nicht. B. Und hier einmal bitte runter. Und das auch ein bisschen hoch. Ich glaube, dass wir dann sogar hier ganz normal mit... Ah ja, 9 sind okay. 9 hier rüber können. So, dann machen wir hier nämlich einfach die Anbindung an das andere Netz über die Brücke, dass wir dann hier extern haben plus unseren internen Weg. Okay. Hier können wir aber noch kräftig was ändern an der Höhe zum Beispiel. So. So. Und. So. Passt, 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 passt. Alles super. So, dann machen wir jetzt hier zum Beispiel mal einen Abzweig rein, dann haben wir hier einen Pfosten. Dann mache ich hier zum Beispiel mal einen Abzweig rein, dann haben wir da leider keinen Pfosten. Schade. Nee. Dann müssen wir dich einmal einen Tucken rüberschieben. Und dann rasten wir hier vorher einmal die Wege weg, die, die im Weg sind. Rufen dann den hier wieder zurück. So, schieben den dann halt hier nochmal einen Meter weiter. Und dann machen wir hier nochmal kurz den Weg. So. Ups. Dann machen wir das Ganze einfach mal hier. Genau, dann haben wir das jetzt hier fertig. Dann können wir jetzt hier nochmal ein paar Bäumchen und Gräser setzen und sowas. Ups, das will ich nicht in der Größe. So. Hatten wir hier nicht irgendwo mal die Bodenfläche mit Kies und sowas? Aber das vermisse ich gerade irgendwie so leicht. Waren denn hier nochmal die Steine? Auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall haben wir hier nochmal so ein paar Bäumchen. Hier zwischen passen. Können wir das Ganze nämlich hier so ein bisschen nochmal auflockern. Wenn wir zum Beispiel noch Gräser und sowas hinzufügen. Machen wir halt keinen so einen Urwaldpark oder so. Sondern versuchen wir halt... Ja, doch schon sowas Vernünftiges hinzukriegen.
Inzwischen müssen wir dann auch nochmal die Wege machen. Sonst hat es ja alles keinen Sinn, wenn man hier eine Sache schön macht und dann denkt man sich so, geiler Scheiß. Und dann guckst du auf die nächste Ecke und ach du Heiliger. Hat ja gar nichts gewirkt. Alter, wie groß sind denn hier teilweise die Bäume? So. Danke, lieber Fahrer des Auto oder Motorrads, das gerade vor meiner Fensterscheibe lang gefahren ist. Wir wollten nicht wissen, was du da gerade machst. So. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen größeres Grasfeld haben, aber irgendwie kommt hier kein Gras. So, hier nochmal ein bisschen Grün unter. Das sind ja die halbwegs normalen Bäume. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Gras drunter und dann hat sich das Ganze auch. Warten wir denn eben dieses Riesengras hier, ne? Ja. So. Das nennt man doch zum Beispiel schon wieder so einen kleinen Park. Leider macht sie Bewohner auch nicht unbedingt happy, nur weil wir hier jetzt Grün drumherum gebaut haben. Das ist so ein bisschen nervig. Aber was wir jetzt getan haben, ist auf jeden Fall schon mal uns überlegt nach dem Motto, hey cool, wir haben jetzt eine externe Linie. Ich hätte jetzt gerne auf der externen Linie das, 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 das und dieses. Dass wir dann mit diesen zum Beispiel hier arbeiten können und dann halt Sachen ausbauen oder nicht ausbauen. Das ist schon mal eine wichtige Sache, die wir jetzt hier erreicht haben. Jedenfalls aus meiner Sicht. So. Ja, also, ne, als Attrappe in Anführungszeichen reicht das gerade. Weil diese Strecke hier wird bleiben, die nach außen gehende. Nur wir werden halt so ein bisschen umbauen. Also wir werden wahrscheinlich hier auch noch die zweite rüberlegen, dass wir dann hier irgendwie den Bahnhof weiter nutzen können. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Und sowas dann halt, ne. So, wir haben hier überall so ein paar Probleme mit Gütern. Auch nicht schlecht. So, Windrad, du gehst weg. So. So, so. Das hier noch... Obwohl, nee, das brauchen wir nicht. Lassen wir mal weg. Dann machen wir da oder... machen wir gleich da einen Park oder sowas rein. Oder später müssen wir uns nochmal merken. Ich will nur erstmal hier irgendwie so ein bisschen die Gebiete ein bisschen weiter beibringen oder anformen. Nach dem Motto, so kann es werden, das ist gut, das ist nicht gut. So, dass wir dann hier so ein bisschen mehr Style haben. Beziehungsweise erstmal das Potenzial unseres Dörfchens ausbreiten nach dem Motto, hey cool, wir würden hier gerne erweitern. Problem ist, wir können nicht erweitern. Dann haben wir das Problem erstmal hier vom Tisch. Die würden sich hier garantiert auch drüber freuen, eine Eisenbahn zu haben. Problem ist, wir haben noch keine Route.
Dann können wir nämlich hier Güter anliefern. Die wir dann eventuell weiterverarbeiten lassen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie weit wir kommen. Na, weil hier freut sich ja derzeit die Straßenbahn, dass die da runterkommt. Und der Rest auch. Achso, vielleicht sollten wir hier mal den Weg frei halten. Dass wir hier zum Beispiel sagen, da kommt erstmal noch nichts durch, da fahren wir dann mit der Eisenbahn lang. Dass sie zum Beispiel auf die andere Seite des Gebiets kommt. Das müssten wir ja auch mal beseitigen. Weil das ist ja schon längst nicht mehr da, wo wir es haben wollen. So. Weg mit euch. So. Problem gelöst. Dann haben wir die jetzt hier nicht mehr. Es tut mir leid, lieber Autofahrer, aber ihr seid zu dem Punkt nicht zu gebrauchen. Derzeit. Schade, es bringt derzeit nicht so viel, wie ich eigentlich erhofft habe. Aber okay. Okay, das ist wieder normal. Dann lassen wir das mal. So. Genau, die LKWs fahren hier zwischen ja. Das ist schön. Hier fahren sie runter, da fahren sie runter. Hier rauf und da drauf. Bis zum Hafen fahren sie. Das ist eigentlich schon ziemlich genial. Also, dass wir jetzt so ein weites Spektrum haben. Genau, mit der Eisenbahn wollten wir noch weiter. Was heißt es natürlich für uns? Damit wir die Eisenbahn hier haben, müssen wir kurz mal das, was wir eigentlich stehen lassen wollten, abreißen. Darunter fällt dann auch das hier. Weil in dem Fall die... Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt fliegt ja ein Flugzeug? Auch nicht schlecht. Weil wir in diesem Fall hier runter müssen. Das fragen sich jetzt einige, wieso müssen wir da runter? Wieso gerade bei dem da runter? Weil hier nämlich das Problem ist, dass der Bahnhof den Income für extern nur unten akzeptiert. Das heißt also, wenn wir hier wirklich Leute haben wollen, die zum Beispiel hier reinkommen, müssen wir das so geschickt regeln, dass wir hier sagen zum Beispiel, YOLO. Na? So. Ja. Ja. Nein. Sowas zum Beispiel, ne? Auf sowas müssen wir dann halt Rücksicht nehmen und schauen, dass das hier irgendwie halt... Oh, Steuerung Z. Auf sowas muss halt jetzt Rücksicht genommen werden. So, Move. Du kommst einfach mal wieder darunter. Und du wanderst hier auch drunter. So.
aha.